Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir ein bisschen langfristiger angehen müssen. Und zwar finden wir den einmal unter Ruf und dann Dragonflight. Und hier haben wir den Erfolg von der Natur nehmen. Und was müssen wir dafür machen? Schaltet 5 verschiedene Fischernetze an den Angellöchern der Tuska frei. Hört sich jetzt nicht schwer an, ist es prinzipiell auch nicht, ist es aber ein wenig time-gated. Was sind diese Angellöcher? Und zwar bei den Tuska von Iskara gibt es Angellöcher, an denen ihr ja, Daily-Quests erledigen könnt, beziehungsweise da gibt es dann auch teilweise World-Quests, ihr könnt Fische abgeben und einen Haufen mehr. Und diese Angellöcher kriegt man an verschiedenen Spots, es gibt insgesamt 5 Spots, deswegen sind auch im Achievement quasi 5 drin. Und es sind quasi pro Woche immer nur 2 ab. Heißt, die ganze Woche sind dann die 2 Positionen. Und ihr müsst an allen 5 Positionen diese Angelnetze freischalten. Wie das genau läuft, werde ich euch gleich erklären. Ich zeige euch mal die 5 Spots. Also die 2 Spots, die bei mir aktuell am Start sind, ist einmal in der Küste des Erwachens hier unten auf den Koordinaten 63, 78. Die seht ihr übrigens hier auch auf der Map. Und in Tal Drassos, das war jetzt das, was mir gefehlt hat, auf den Koordinaten 57, 46. Genau. Dann gibt es noch 3 weitere Spots, und zwar ein weiterer hier in der Küste des Erwachens. Der ist hier oben in etwa auf 33, 63. Ihr könnt das mit den Netzen aber auch nur machen, wenn das Fischsymbol da ist und die aktiv sind. Dann haben wir etwa da oben einen, irgendwo hier in dem Bereich. Das ist etwa auf den Koordinaten 78, 79. Und ein letztes ist etwa hier in der im azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 59, 32. So, wie läuft es jetzt bei diesen Angelnetzen? Und zwar, an jedem von diesen Platz gibt es 2 von den Fischernetzen. Ein Netz könnt ihr, ohne irgendwas großartig gemacht zu haben, direkt hingehen und anklicken. Dann wird dieses Fischernetz quasi vorbereitet und nachdem die Zeit abgelaufen ist, könnt ihr es looten und ihr bekommt dementsprechend ein paar Fische raus. Es gibt auch eine Spezialreagenz hier, die ihr für eure Angelrüstung braucht, aber da habe ich nochmal ein eigenes Video dazu gemacht, das wäre jetzt zu viel, wenn wir darauf eingehen würden. Und dann gibt es noch ein 2. Fischernetz, das könnt ihr anklicken und dann steht dann irgendwas dran, das könnt ihr nicht, ihr müsst es erst freischalten. Und wie das läuft, will ich euch mehr erklären. Es gibt an jedem von diesen Angellöchern theoretisch 2 Quests. Eine Quest, da müsst ihr das Angelloch immer auffüllen, die nehmt ihr an und dann müsst ihr einfach ein paar Meter weiter ein paar Fische eintüten mit so einem Netz und wieder aussetzen. Die habt ihr immer. Und dann gibt es eine 2. World Quest, die immer ein bisschen unterschiedlich ist und die seht ihr nur, wenn das Angelloch mehr als halb gefüllt ist. Also ihr habt hier so einen Balken, wie gefüllt das Angelloch ist. Umso gefüllter das ist, umso bessere Chance hat man hier, wenn man quasi angelt. Ne? Und wenn das mehr gefüllt ist, dann kriegt ihr eine 2. Daily Quest und wenn ihr die abschließt, dann müsst ihr immer was Unterschiedliches machen. Hier musste man gerade so Muscheln reinwerfen, einen Boss quasi beschwören und den töten. Bei anderen Angellöchern ist es, muss man ein paar Ressourcen holen. Das sind immer so kleine unterschiedliche Sachen. Und wenn man die freischaltet, kann man dann das 2. Netz benutzen. Und sobald ihr quasi die Quest, die World Quest oder Daily Quest ist es abgeschlossen habt und das 2. Netz an dem jeweiligen Loch freigeschalten habt, dann wird das auf das Achievement gezählt und ihr könnt es dann auch nutzen und da kriegt ihr das gleiche raus. Ne? Ihr setzt quasi, bereitet das vor und dann nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie gut eure Angelausrüstung ist, Standard ist glaube ich 10 Stunden kann man es aufmachen, man kann es dann auf 6 Stunden mit einer besseren Angelausrüstung und auf 4 Stunden mit einer super Angelausrüstung quasi runtersetzen. Und das müsst ihr halt an allen 5 Standorten machen. Das Problem ist, wie gesagt, 2 sind die Woche nur ab, die switchen und das ist halt random. Bei mir hat es glaube ich die 4 Wochen gedauert, bis ich jetzt endlich das in Tal Drassos gekriegt habe und ich dementsprechend jetzt auch hier das Achievement fertig machen konnte. Heißt, sobald das Angelloch im richtigen Spot ist, was ihr noch braucht, ist es ziemlich einfach, das ist eine Sache von 5 Minuten, das freizuschalten, wahrscheinlich nicht mal, aber das ist halt dieses Time-Gating, deswegen solltet ihr so ein bisschen Auge drauf werfen, auch wenn ihr jetzt wie ich bei den Tuska keinen Ruf mehr braucht, einfach schauen, okay, welches ist ab, geht da einmal hin, holt euch dementsprechend quasi das Netz und dann sollte das laufen. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, die erste Quest, ne, die ihr immer kriegt, die könnt ihr bei jedem Angelloch von beiden machen. Die 2. Quest, es scheint so, ob ihr am Tag nur eine von diesen 2. Quests machen könnt, wenn dann im einen Angelloch oder an dem anderen. Weil immer wenn ich an einem Angelloch diese 2. Quest gemacht hatte, konnte ich es am anderen nicht mehr machen, auch wenn es aufgefüllt war. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das ein Bug ist, aber schaut vielleicht, wenn ihr schon welche habt, dass ihr erst zu dem Angelloch die beiden Dailies macht, das euch noch fehlt und dann zum anderen geht. Gut, das war's mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.